Du machst Sachen dreckig, kriegst es nicht hin, die sauber zu machen und sagst dann, dass das Frauensache ist, weil du hast es ja zu Hause nie gelernt. Bist du eigentlich menschlich irgendwann mal stecken geblieben, Digga? Das ist eigentlich nicht der Slang, den ich an meinem Kanal führen will und eigentlich will ich mich da nicht so drüber aufregen. Aber da fallen mir auch keine anderen Worte für ein. Das ist einfach nur ein menschlicher Abgrund. Ja. Weiß ich nicht, Bruder, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht um Geschlechtsverkehr. Was ein Fiebertraum, was eine komische, realitätsferne Zerrwelt. Es ist ein Fiebertraum. Hör doch einfach auf damit, ey. Moinsen zu dieser spontanen Reaction. Ich meine, ich stream ja eigentlich nur noch, aber was soll ich sagen? Ich bin heute Nacht um 3 oder 4 Uhr oder so völlig verklatscht nach Hause gekommen. Sehe da, dass der Sunny anscheinend einen Song hochgeladen hat, nachdem er sein Karriereende angekündigt hat. Und dachte mir so, ne, jetzt bin ich weg. Aber sobald ich wach bin, kümmere ich mich darum und schaue mir das an. Stand in the Mirror, es hat nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, worum es gehen wird und über wen er redet. Ehrlich gesagt, ich finde dieses ganze Thema absolut befremdlich und bin auch eigentlich der Meinung, dass man nicht großartig darüber reden sollte. Jetzt ist es halt so, das ist Rap, so, das ist was, worüber ich gerne rede und mein armer Kanal ist ganz schön am Verhungern. Deswegen dachte ich mir, stürze ich mich jetzt so richtig gierig, wie so alle anderen jetzt wahrscheinlich auf YouTube auch, auf dieses Thema und versuche wenigstens mein Bestes, das mit Respekt aufzuarbeiten, wie immer so ein bisschen die Kunst dahinter zu würdigen und zu schätzen, aber auch einfach mal an gewissen Punkten, ich habe den Track noch nicht gehört, ich habe aber so ein paar Kommentare gelesen und ein paar Kumpels von mir haben den schon gehört, deswegen einfach mal an ein paar Punkten den beschissenen moralischen Zeigefinger dazu erheben, wo er wirklich mal nötig ist. Der Sunny nutzt am Ende anscheinend, wie ich gehört habe, so ein paar Disses, die so ein bisschen eklig sind. Und was es für ein eklig ist, gerade bei diesem Thema, wo man ja sehr vorsichtig sein soll, das erfahren wir jetzt. Wir gehen direkt rein. Stand in the Mirror. Let's go. Dagegen, sie hatte nur Vaters Segen. Die Zukunft war verschwommen, vor den Augen schwarzer Nebel. Heiratet aus Liebe, sucht nur seelischen Frieden. Doch du hast deine Tochter aus der ersten Ehe verschwiegen. Du kranker Mensch, hast deine Lügen fast schon selber geglaubt und hast das Kind geleugnet, sie als kleine Schwester verkauft. Ihr habt der Mutter ihre Tochter aus den Händen gerissen. Sie erpresst mit Gerüchten, ohne schlechtem Gewissen. Unfassbar gute Reimtechnik an der Stelle. Anis hat sie geliebt, sie hat sie gut behandelt. Da, also hier 5 habe ich 3-mal hintereinander, da, schlechtem Gewissen, na, also dass diese 3 Reime da so aufeinander folgen, hat mich beim ersten Mal hören sehr beeindruckt. Ich hatte bis zur Minute 2 gehört, ist mir gerade eingefallen, in meinem nächtlichen Suffkopf ist mir das aber komplett entgangen, was da sonst inhaltlich gekommen ist. Er rappt hier halt sehr, sehr, sehr nice, flowlich, ruckelt da nichts, es hapert nichts, er rattert da eigentlich ziemlich gut durch. Ich mag die Patterns da gerne und vom Beat ist es relativ seicht, deep auf jeden Fall, typische Piano-Klänge, ein paar Vocals noch auf den Seiten. Manchmal kommt so ein Impact-Sound mit viel Hall, ne? Es hat halt einen Impact. Und thematisch her redet er ja gerade von Anis, von Mois Ex-Frau. Ich habe die Statements damals gesehen auf Instagram und es ist absolut fucking horrifying gewesen, sich das alles reinzuziehen und das zu sehen. Ich dachte auch bis jetzt, dass sie halt wirklich keine Affäre hatte mit San Diego und so. Ich dachte auch, dass das allgemeine öffentliche Bild wäre. Wie gesagt, ich wollte mich auch nicht wirklich viel mehr damit informieren, weil ich mir einfach dachte, der Mois ist gefährlich, der Mois ist ein Gewaltstraftäter, der hat ganz klar eine Kokainpsychose. Dem sollte man einfach, wie ich finde, nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben als nötig. Quasi so ein bisschen wie beim Drachenlord und so. Klar ist Mois polarisierend und klar ist er selber auch dafür verantwortlich und viele sagen ja auch, selber schuld, wenn du es in die Öffentlichkeit trägst, aber Digga, ganz im Ernst. Wie gesagt, der hat seine Frau komplett auf Drugs geschlagen, weil sie, ich glaube, irgendeine Koransuche oder so nicht aufsagen konnte, nachdem er aus dem Goldman Tower gekommen ist. Das ist absolut fucked up und nichts, was man irgendwie fördern sollte. Eigentlich. Sage ich jetzt, König der Doppelmoral, ich weiß, weil ich mir dieses Video ja auch anschaue.
Mit Herz um sie gekümmert wie eine Blutsverwandte. Für dich war das selbstverständlich, du hast sie allein gelassen. Wohnung putzen, Essen machen, freundlich lächeln, Kleidung waschen. Für doppelten Haushalt deine Eltern und Brüder. Ich sehe den ganzen Tag bei denen, aber ging selber nicht rüber. Deine Mutter gab ihr zur Familie ihr Kontaktverbot. Ihr Unterdrücker, was habt ihr nicht alles angedroht? Du hast bei jedem Rapper vor der Kamera geblasen. Parallel hat deine Mom sie in der Schwangerschaft geschlagen. Sie beschimpft, sie bestraft, sie verwundet, sie gebrochen. Ihr das Herz rausgerissen wie die Fussel von den Socken. Sie war schwach, was sie... Das mit den Fusseln und den Socken, ich weiß nicht, ob er da noch genau drauf eingeht. Das war so eine Art Bestrafungsding anscheinend von Mois Mutter. Ich weiß nicht genau, was sie getan hat, aber die musste ja wirklich so Fusseln von Socken entfernen, von so alten, getragenen, ekligen Socken, so so als bisschen eine Psycho, ja, so eine Psychoterror-Nummer, um so ein bisschen Überlegenheit und so weiter darzustellen, was absolut durch ist. War kein Liebeskummer, Alim. Sie war nicht mehr deine Frau, sondern nur Schwiegermutter Sklavin. Es war, als wäre sie lebend in Jehennem gefangen. Sie hat die Welt nicht verstanden, geplagt von Selbstmordgedanken. Da könnt ihr noch in Jehennem gefangen, Welt nicht verstanden, Selbstmordgedanken, sechssilbiges Substantiv. Sorry, ich. Also mir geht da einer ab, wenn ich solche Reimketten höre. Das waren zwei Zeilen mit drei sechssilbigen Reimen und eins endet sogar auf einem Nomen. Das ist absolut stark und das auch noch so gut thematisch zu verpacken, ist halt übel skillig. Und dann auch noch in einem Flow, wie gesagt, der ruckelt nicht, der hapert nicht, das geht einfach durch, es geht lässig über den Beat rüber. Ist mega stark. Von der Stimmlage habe ich gemerkt, wie gesagt, heute Nacht, als ich mir die ersten zwei Minuten übers Handy gegeben habe, war es ein bisschen anstrengend über die Handyboxen von seiner Stimme, weil er die so hoch ansetzt. Aber jetzt über normale Kopfhörer ist das sehr angenehm. Statements ihre Worte verdrehen, doch eure Mutter wollte an Nies mit Druck das Sorgerecht nehmen. Sie rannte aus der Wohnung, sah nur noch das Scheinwerferlicht. Der Tod war besser als zurück, wenn man am Leiden zerbricht. Der Wagen hat gebremst, es hat sich offenbart. Ihre Zeit war nicht gekommen, das war nicht Gottes Plan. Sie ging nie wieder zurück in dieses Elternhaus Österreich. Ein Mädchen schafft es aus dem Keller raus. Kurz darauf sind sie nach Deutschland gezogen. Abonnenten stiegen, langsam wurde Mois abgehoben. Sie hatte keine Küche und nicht einmal Bodenmatratzen. Du hast sie ganz alleine schwanger in der Wohnung gelassen. Keine Allein das reicht eigentlich schon komplett, um zu wissen, was das für eine Art von Mensch ist. Also, ich will auch eigentlich dazu gar nicht mehr so viel sagen und jetzt die ganze Zeit, also, meine Mission hier ist nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, oh, guck mal, wie schlimm und Moral, so, wir alle haben Scheiße am Stecken und so weiter. Wir haben hier nur so ein Übermaß an psychotischer, gefährlicher, wie sage ich das am besten, einfach an Gefährlichkeit. Nein, an so... An einem Gewaltmaß, so ein richtiges Pulverfass, ohne fucking Boden, was Mois halt nun mal ist, das sollte man, wie gesagt, einfach nicht so weit raustragen. Es ist eine absolut schwierige Thematik. Es ist auch crazy, dass ich halt Mois damals schon geguckt habe, als er so 2000 Abos hatte damals, da hatte der noch so eine Maske von Bleach, ne, von Ichigo, diese Hollow Mask hatte der als Profilbild und hat da sein Gesicht noch nicht gezeigt. Und so bis zu 50.000 Abos habe ich das Ganze so mitgeguckt, war der auch noch cool mit Reportagen und so, und dann hat es mich irgendwann aber einfach nicht mehr abgeholt. Es ist dann so vom Rap-Content, vom normaler Berichterstattung weggegangen, weil hat ja früher Rap-News gemacht und dann ist es einfach nur noch so der typische Assi-Content geworden, der mir einfach nicht mehr gefallen hat. Nur rumgeschreien, nur noch unangenehm. Und wenn ich mir jetzt denke, dass er damals schon so scheiße mit seiner Frau umgegangen ist, das ist eigentlich noch absolut untertrieben und ein Euphemismus. Der Mann hat seine Frau psychisch misshandelt und psychisch misshandeln lassen, während sie schwanger war. Digga, und Schwangerschaft, ne? Diese Phase für eine Frau, wenn die aktuell so mit Hormonen beballert ist und halt ein Kind austragen muss, das ist eigentlich die Phase, wo man sie am meisten unterstützen sollte. Das muss ich eigentlich auch einem Menschen mit gesundem Menschenverstand nicht erklären, aber es ist einfach so eine Vielschichtigkeit, so viele Layer von Scheiße, dass man die alle einzeln zerpflücken muss, um im Kern mal zu beschreiben, wie abartig dieses ganze Thema ist, wie abartig Mois ist in dem Zusammenhang und wie gruselig es ist, dass viele Leute immer noch nicht dieses ganze Ausmaß sehen, weil sie es vielleicht als Fan nicht sehen wollen oder weil sie halt ein bisschen dumm sind. So, Dummheit ist ein Konzept, woran ich lange nicht geglaubt habe, aber wenn ich sehe, was für grausame Sachen so ein Mensch macht und wie Menschen einfach trotzdem halt immer noch für den halten, das ist einfach nur dumm, da fällt mir auch kein besseres Wort ein. Keine Family so weit von der Heimat, sie hat den 20. Geburtstag ganz alleine gefeiert. Keine Krankenversicherung, keine Arztbesuche, für ein gesundes Kind gebetet, Schmerzen in der Magengrube. Mers, Bottrop, Köln, Oberhausen, du... Weißt, es ist ein liebes Thema, aber auch so Reime wie Arztbesuche auf Magengrube, das ist einfach ein Traum. Also, reimmäßig hat der Sunny nie abgebaut, muss man sagen. Schmerzen in der Magengrube. Mers,
Mers, Bottrop, Köln, Oberhausen. Du könntest dir Balenciaga, aber ihr kein Sofa kaufen. Family Fest, du Heuchler, sie hat Möbel aus Kartons gebastelt. Währenddessen hast du für Fake Friends und Restaurants gehustelt. In der Anfangszeit nicht mal eine Küche besorgt. Sie musste immer wieder betteln für ein bisschen Support. Keine dieser Absteigen war kindgerecht. Doch du stellst dich als Messias da im Internet. Ihr habt mit deinen Brüdern in vier Wänden gelebt. Einfach zu fünft im Apartment wie eine Studenten-WG. Ihr habt euch breit gemacht, sie durfte nicht ihr Zimmer verlassen. Höchstens zum Saubermachen, Kochen oder Kinder zu waschen. Du hast fremde Männer in... Ja, da wird mir ganz anders, ne? Da wird mir ganz, ganz schlecht, wenn ich das höre. ...in Haus gebracht. Sie hat nachts gekocht, ist extra für euch aufgewacht. Als Dankeschön hast du ihr ins Gesicht... Ist mir jetzt öfter aufgefallen bei den Flows von Sunny. Also immer, wenn er an einem Zeilenende ist, zieht er weiter durch in die nächste Zeile mit rein. Das hat er jetzt bestimmt schon zum 6., 7., 8. oder 9. Mal gemacht. Vielleicht ist es auch deswegen, dass der Flow so smooth klingt, weil er die Zeilen so gut ineinander überlaufen lässt und erst in der nächsten Zeile irgendwann eine kleine Atempause macht, wodurch das halt geil ist, weil das mehr ineinander übergeht. Und außerdem kommt so das Storytelling auch mehr zum Tragen, weil du die ganze Zeit weitergezogen wirst, anstatt halt gelangweilt wirst, weil er immer am Ende der Zeile eine Pause macht, was er zum Glück nicht tut. Tagen, 3 Uhr nachts und ungeduscht, normal, weil sie nicht mit dir schlafen. Du hast sie gezwungen zu Sex, mit häuslicher Gewalt. Hundesohn und selbsternannter Gott in teuflischer Gestalt. Sie hat alles gegeben, doch kein Respekt gekriegt. Das wäre alles nicht passiert, hätte Abo selbst die Hundescheiße weggewischt. Du hältst Leute auf, die deine Family bedrohen. Oh, der stimmt, die Statements von der Family, Alter. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht, also, der, also das, ich glaube, da kann man auch kaum drüber reden, ohne ausfallen zu werden. Was ist das denn für eine Scheiße? Was bist du für ein Manchild, wenn du es nicht hinbekommst, deine eigene Scheiße wegzumachen? In dem Fall die von dem Hund. Aber du machst Sachen dreckig, kriegst es nicht hin, die sauber zu machen. Und sagst dann, dass das Frauensache ist, weil du hast es ja zu Hause nie gelernt. Bist du eigentlich menschlich irgendwann mal stecken geblieben, Digga? Es tut mir wirklich leid. Das ist eigentlich nicht der Slang, den ich an meinem Kanal führen will. Und eigentlich will ich mich da nicht so drüber aufregen. Aber da fallen mir auch keine anderen Worte für ein. Das ist einfach nur ein menschlicher Abgrund. Ließ verbrannte Erde, bis nach Belgien geflohen, weil du jeden hintergehst, bringst die Kinder in Gefahr, lässt Attila einfach da, machst bei Instagram auf Star. Belgien, Braunschweig, Karst, Ratingen, Fehler machen, weglaufen, nie etwas begradigen. Deine Eltern drohen an Nies mit Blut, Rache, Mord, sagt es selber, dass dein Vater sie am Flughafen stalkt. Deine Feinde, deine Brüder, deine Eltern, deine Taten, deine Lügen, deine Drogen, deine Schläge, 7 Jahre eines Tages, Goldman Tower, Pilze rauben dein Verstand, fährst nach Hause völlig drunk, dann erhebst du deine Hand, das. Ach, der war auch noch auf Psychedelika, okay? Ja, das erklärt einiges. Also hat nicht nur Kokainpsychose, sondern auch vom Psychedelika und so weiter. Ey, und da war ja schon davor schrecklich und anstrengend. Davor schon. Und was das alles dann noch mit ihm gemacht hat, ist halt auch so krass, dass die Anis das so lange hat mit sich machen lassen. Es ist halt, sie kommt halt aus einer anderen Kultur und ich denke mal auch, hat eine andere Entwicklung durch als jetzt wir zum Beispiel. Aber es ist trotzdem erschreckend, dass das für sie einfach ihr Leben war und sie sich da so hat halt auch einfangen lassen. Ich will jetzt nicht so viel auch über eine Selbstschuld reden, eine Selbstverantwortung, dass sie sich diesen Verhältnissen nicht hingibt, aber da weiß ich auch einfach zu wenig drüber Bescheid, wieso sich diese Ehe überhaupt entwickelt hat. Weisende Kinder, sie musste Todesangst haben, hast ihr die Luft abgeschnürt, Kopf auf den Boden geschlagen, Tränen sind geflossen, Ehemann besoffen und auf Pilze, sie hat schon mit ihrem Leben abgeschlossen, wie vom Hasardarm besessen, wollte es in den Das ist auch 1:1 so eine Technik, wie er damals als Spongeboss hatte, würde ich mir ganz kurz sagen. Also genau, er verpackt hier 3 sechssilbige Reime in 2 Zeilen, davon zählt er die ersten 2 Zeilen auf, um dann am Ende durchzurattern mit dem Flow. Also davor setzt er eine Pause, also Reim, Pause, Reim, Pause, Ratter, 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 Reim als Kernaussage, boom, steht da so. Das ist 1:1 dieser Erzähler, Ratter, Flow, zack, Punchline, boom, so stehen lassen, den man halt von SpongeBob kennt. Also, das hat er auch nie verlernt, das hört man hier halt perfekt. Laute Schreie, die Nachbarn konnten sie gerade retten, kurz vor Kapitalverbrechen. Verrat mir mal die Atemtechnik, wie soll man im Würgegriff Shahada sprechen? 7 Jahre Folter, ständig Dauer, ja. Stress und Krieg. That's the sound of the police, wenn du in Braunschweig Messer ziehst. Schämst du dich nicht, wenn du ihre blauen Flecken siehst? Der Kanal hätte heißen müssen, How I Slept Anise.
Jetzt kommen die Beweise. Bats zögern nach Bats zu Nacht zuerst zum Hummer zuerst zum Walla. Retter, Haik Anti-Dienst in der See ob zum Moro Chaon. Schienan Bahna zum Family Bahna, Zar Eworkscher Azavut, Zar is manipuliere, Thomas und Meter zum Psyche Kjörer. Zunga Oje Tatuschu, Ilamas der Schun und zur Schadig und Tireize, so Tireize der Schu. So Hitz. Datua wal gaat schu schadig dik bal be ashbusa bal ga dabu ashbusa bersha sa zuda so chochas ashtu shela amashtash. No vse ravno me chustuim što kakta v kanze labirinta... Das ist schon wieder so eine weirde Geschichte jetzt. Hä, also der Instagram-Account heißt Mois Mutter. Und das ist jetzt ein Audio von Mois. Mois ist auch der, der die Audio gesendet hat. Das heißt, die Frau nennt sich öffentlich Mois Mutter. Das ist ja auch ihr Name. Hä, ist das ein Ding? Wusste man das? Что ты нас никогда не оставишь в покое. И мы живем, хай, в твоей жизни, не в нашей. И так нам жить больше не хочется. Так, со уайли ашук бокал шиен туагвал, а со цавита. Я шиен туагвал, хок дуниен тэр давах, я ца тюрми чували тан со цавита. Са кэда хум дацон. So a tsa a bezan batson hon, so a huma eatson, so lash won. Hon neg adam, sama u bistwa den walit lai a if bakoye tsa vitarel. Oder ist damit jetzt nicht die Mutter von Mois oder halt die Anis gemeint? Ich bin mega verwirrt gerade. Ich bin wirklich brutal verwirrt. Da fehlt mir selber echt Kontext. Ella, keto, stop, chatea bis a simia hög v bakoye yitit. As pismo ditan, hotur mit chu yulitaru. Wallahi yulitaru. Aso tsa viti, aso tsa viti. Ах, один единственный раз, один единственный раз, сон угрожает той, один единственный раз, со всеми арвах кварти, дел коранор, дел коран, союш сон аржизн, сон хот союш, сон сазут союш, сон сайфулат союш, сон сальсабель союш, сон софиет союш, сон луиза союш, сон гайрбек союш, сон зелем хальна союш, со адаму, садакти ахдоль, ах, кетео, а сон сомил угой тардон. Also, so bitte. Ich bin so lost. Da lol kjöl her riesen. Ne, und nichuja bolsch ni nata. Ja, sem let stahl, ach so bitte hosch. Ach so, so bitte. Hon ha ganz zervies, hon za zervies. Ach so, so bitte. What? Dak. Odine, Mom. Ach so, schall, riesen, hell kina. Okay, also wirklich halt seine Mom. Mit, das ist ja so cursed. Ach so, so, hell kina. Ach so, beisch, hell kina. Ach, weil schall, Zukunft, hell kina. Ach, weil nu karbiesam, hell kina. Аса жизнь халкина, аша дек халкина, хабан аса зу ток дуния нах куэршу. Das ist auch wieder so eine ganz interessante Story. Guck mal, wenn deine Mom, also wenn du deine, also deine Mom ist ein grausamer Mensch, so, jetzt Szenario, wir fühlen uns mal rein, und du heiratest, bist die ganze Zeit nicht für deine Frau da, so wie ich das verstanden habe, verschweigst ein Kind aus erster Ehe, und deine Mom geht dann scheiße mit deiner Frau um und du bist nie bei deiner Frau. Auch nicht dann, wenn sie schwanger ist. So. Ich bin mir relativ sicher, dass dann nicht nur die Mutter, auch wenn sie anscheinend ein wirklich, wirklich, also wenn sie ein Mensch ist, der wirklich grausame Dinge getan hat, glaube ich nicht, dass diese Frau allein dafür verantwortlich ist, für das, was hier passiert ist. Und das ist wieder so ein typisches Ding, halt, dass Mois halt gefühlt mit halt einer AK-Anzeigefingern um sich schießt, nur um sich möglichst wenig selber zu blamen. Das heißt ja nicht, dass er nicht kommt. Also der hat ja schon öfter mal so gesagt, okay, ja, ich sehe ja auch hier, dass ich schuldig bin und so. Aber es ist immer noch irgendjemand anderes schuld. Und nie kann er einen Satz einfach mal so stehen lassen. Es ist eine ganz wirre, gruselige Welt, die mir Angst macht und die auch so ein bisschen abschrecken sollte für jeden, was den Konsum von Drogen angeht, aber auch was die Lebensweise von Mois generell angeht und wie man mit Menschen umgeht. Das sollte ein Mahnmal sein dafür, Menschen immer normal und mit Respekt zu behandeln. Also allein diese Sitte, wie er halt mit seiner Frau umgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen kulturellen Hintergrund hat, da bin ich nicht so bewandert, oder ob Mois halt einfach scheiße ist, vielleicht ein bisschen beides, nichts davon rechtfertigt, was hier passiert ist. Habana zum psychischen Problem, Habana weiß genug, aber besam hitz ma barbo, Habana aschadek dorna, Habana asu noch dunien, der Zeit ist schon, ja, ihr Dienst ist schon, ihr schon, ja, als Schei und Psychiker, doch, ja, doch,
Boah, weiß ich nicht. Digga, weiß ich nicht, ob wir das hören sollten. Das fühlt sich ganz unangenehm an, gerade. Das sind Momente, die sollten nie in die Öffentlichkeit. Wie ist das überhaupt hier hingekommen? Digga, wieso hören wir das denn? Ich muss mir wirklich dieses Digga angewöhnen. Das ist irgendwann mal gekommen in meinem sozialen Umfeld hier in Mainz und jetzt kriege ich das nicht mehr los. Boah, ey, da kriege ich ja schon bisschen trübe Augen gerade, ne? Weil das ist halt, du hörst es ja raus, Mois ist ein Mensch, der gerade absolut in seiner, der ist ja in diesem komischen Konstrukt gefangen, in dieser komischen Welt, in der er da gerade lebt. Und er leidet unfassbar. Man hört es doch hier raus, der ist am Arsch, absolut. Und er weiß nicht, wie er mit der Welt umgehen soll, der kann auch nicht vernünftig mit der Welt umgehen anscheinend. Nicht mit seiner Frau, mit seiner Ex-Frau, mit seinen Kindern und so weiter. Jetzt gibt er seiner Mom komplett die Schuld. Und ey, wer weiß, wie diese Frau und sein gruseliger Vater ihn aufgezogen haben. Aber ja, man hört doch einfach hier, der leidet nur noch. Eigentlich sollte der gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Er sollte in der Nervenheilanstalt sein, lernen, wie man als Mensch richtig funktioniert und vielleicht irgendwann mal ein Leben leben, wo er für sich und für andere nicht mehr gefährlich ist. Genau, also Elternhaus von Mois, gerade die Brüder und so, haben ja versucht, es zu vertuschen, soweit ich weiß. Und das ist jetzt gerade der Beweis, dass es halt nicht so ist. Oh, wie rührend, Mois. Da kommen einem ja fast die Tränen, wenn man nicht wüsste, dass du ein behinderter Hurensohn bist. Aber boah, ey, Digga. Gibt dir das Recht, deine Frau halb tot zu schlagen, sie einzusperren jahrelang? Hast du nichts daraus gelernt? What the fuck? 1991. So eine Ansage von Sunny zu hören, ist auch ungewohnt, oder? So, dass er so diesen Colossal-mäßigen du dummer Bastard macht. So, das ist schon anders. Ach, wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, dass Sunny ja eigentlich seine Karriere beendet hat, ne? Ja, aber dazu sage ich nichts. Ich habe mir eigentlich persönlich gedacht, weil er hatte ja schon im Statement auf Instagram gesagt, echt peinlich, dass ich so ein bisschen was von diesem Gossip mitbekomme, aber in dem Statement auf Insta hatte er gesagt, hier, ich höre auf, ich mache nichts mehr. Und dann hat er die ganze Zeit von Boss Aura 1 geredet. Das fand ich ja ganz wild, dass er die ganze Zeit Boss Aura 1 sagt. Ganz komisch. Ihr denkt ja auch nicht wirklich, dass Kolle wirklich mit seiner Karriere vorbei ist. So. Nee, wird nicht passieren. Wieder zurück zum Thema. Ist hart, ist rough, dass Sunny jetzt halt diesen emotionalen Ausbruch von Mois nimmt und quasi am unangebrachtesten Punkt halt mega eklig und beleidigend wird, so. Es hat natürlich nicht viel Taktgefühl, so. Er will ihm wahrscheinlich einfach nur ins Gesicht rotzen, dass es nichts wert ist, dass er leidet, weil er so viel Schuld auf sich getragen hat. Ist auch eine weirde, vercrackte Ansicht eigentlich so, weil dadurch wird die Situation auch nicht besser. Dadurch rückst du das Gleichgewicht des Universums jetzt auch nicht wieder zurecht. Es ist eigentlich brutal, der Kindergarten. Wenigstens haben wir jetzt mal einen guten Rap-Song bekommen. Hurensohn geboren, heute bei Groupie House am Schnorren, für Loch Luli oder Korn, erster Abkam. Boah, das ist richtig cinematisch plötzlich, Alter. Hast die richtig, du hast die Timpanis im Hintergrund, die ordentlich losballern, dann jetzt ein Stack, nicht Staccato, ein Ostinato von Streichern, die da so spielen, was der Sunny ja immer sehr gerne auf seinen Apokalyptik-Tracks hatte und, auf Rostov und Dawn hatte er das. Und auch der Bastard, der so reinkommt, klingt alles ein bisschen wie ein Filmtrailer. Downfall, kein Problem, wir können das Ganze nochmal aufrollen. Du hast um mein Label dir gebettelt, weil die Szene dich meidet, hab deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM-Signing, du machst nur...
die Strings im Hintergrund, die klingen sehr, also die klingen sehr östlich. Die Drums ballern unfassbar rein. Der Chor, der da manchmal reinhittet, ist crazy. Der Beat haut einen richtig weg. Die Snare peitscht ordentlich rein und die Kick und der Bass. Fall, kein Problem, deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM-Signing, du machst nur leere Versprechen. Die Kick ballert gut rein, aber gerade der Bass, der da so breit ist und so streut, macht das Ganze richtig fett. Wie gesagt, und Chor ist auch mega episch. Downfall, kein Problem, wir können das Ganze nochmal aufrollen. Du hast um mein Label dir gebettelt, weil die Szene dich meidet, hab deine Ehre verteidigt, mach dich zum BBM-Signing, du machst nur leere Versprechen, machst dich mit Summen sympathisch, ich rede nicht von deinem Katzentun, du bist unmusikalisch, nach jedem Take hast du gesagt, du fickst die Mutter von Tupac. Video auch geil, ne? Es ist gar nicht mal so aufwendig jetzt hier. Also wirkt zumindest so, weil die Location sieht aus wie in einem irgendeinem Clubbunker. Ein bisschen mit Asteras ausgeleuchtet, in einem Blau, Kamera, unfassbar nice, Nachbearbeitung auch sehr, sehr nice. Diese Neon-Ästhetik in dem Shot davor hat mir auch sehr, sehr gefallen. Wenn da aber Daniel Slotin als Name draufsteht und wir sowas kennen wie Apokalyptik, dann ist das schon, sind das schon zwei verschiedene Welten. Aber ich fand die erste Location nice mit diesen Bildern und so, die hat mir auch sehr, sehr gefallen. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, nee, ansonsten hören wir erstmal weiter zu, was er zum Signing von Moist sagt damals. Rede nicht von deinem Katzentun, du bist unmusikalisch. Nach jedem Take hast du gesagt, du fickst die Mutter von Tupac. Ein 16-Zeiler hat ein Tag gedauert, Pushe Mikura. Was bist du, Gras oder Inhalt? Du hast nur Pisse gelabert. Sagst, ich bin du, denn Eva stammte aus der Rippe von Adam. Wir waren Feinde von jedem, du warst im Unrecht bei jedem. Wenn ich den nochmal signe, jag mir eine Bullet in den Schädel. Und es geht ratatatata. Der das Magazin der AK, was für Bratzer, Brater. Es war er, Bratzer, Peter Rasser. Damals im Goldman Tower meditieren auf Angst und Psychose. Von Dämonen besessen, malst die Bilder nackt oben ohne. Danach schenkst du Leuten Fofis fein mit Anzug und Hose, doch knallst dir Mushrooms und Schore plus Wachstumshormone. Von der Reimtechnik auch wieder überragend, ne? Wachstumshormone auch wieder fünfsilbig. Die ganze Zeit durchgeballert im Flow. Na 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 da 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 da. Überragend. Wie gesagt, flowlich, reimtechnisch, aber auch raptechnisch und so ganz, ganz großes Kino. Man könnte sich vielleicht höchstens über die Stimmlage äußern, weil die wirklich anstrengend ist, ein bisschen, weil die so hoch ist. Finde ich persönlich jetzt. Ich mag es ja eigentlich eher, wenn Sunny ein bisschen tiefer ansetzt, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Gewöhnungssache. Schaden, irrer Blick, ziemlich sicker Drip. Selbst wenn du 20 Gibbets kiffst, bist du nicht ganz dicht. Psycho schlägst auf Pilze, deine Family Member schon damals abgestürzt im Tower wie beim 11. September. Pokémon-Karten-Scammer, machst mit Lurak Money Flow. Peach auf Mushrooms wie in Super Mario. Gebe dir Schläge ans Kinn und du Fähnchen im Wind kannst reden schwingen. Doch du bist fake. Lol, das war die erste Flow-Passage vom modernen Sunny, die ich jemals gehört habe, die unsauber ist. Was denn jetzt los? Hä? Das war bis jetzt hin, war das Flowlich eine 1, absolut Gold. Was war das? Gib mir die Schläge. Das versucht er. Gib mir die. Das sind 32. Oder? Super Mario, gib mir die Schläge ans Kinn und du Fähnchen im Wind kannst reden. Warte, das analysieren wir jetzt mal ganz kurz. Du bist faker als dein Nähring. Also wir haben 90 BPM. Also wir haben hier ein Beat von 90 BPM, das ist relativ schnell. Und da hat er jetzt, glaube ich, gerade versucht, gib mir die, das sind Triole. Okay, dann ist das ein 16. Triole. Das habe ich nur versucht nochmal zu analysieren, weil er die nicht hittet. Also die ist nebendran, die ist Offbeat. Das ist, man könnte von einem Flowfehler sprechen. Das ist eine Sache, die ich von Sunny so noch nie gehört habe. Gib mir die Schläge ans Kinn und du Lurak Money Flow. Peach auf Mushrooms wie in Super Mario. Gebe dir Schläge ans Kinn und du... Gebe dir Schläge ans Kinn. Okay, ja, es sind 16. Triolen. Gebe dir Schläge ans Kinn. Das kann auch so nicht funktionieren. Also Sunny hat oft Sachen gerappt, wo ich gesagt habe, das kann nicht funktionieren. Man erinnert sich an den Worldwide Choppers Part. Das war ja wirklich gestört. Aber die Rapper geben mir die Grundsätze einfach abzustechen. Aber die Rapper... Das waren sogar 32. Triolen, das war die ganz, ganz abgefuckte Scheiße. Das war Quattro-Time damals. Genau, hier sind 16. Triolen auf 90 BPM, wie gesagt, übel schwer. Also das ist quasi das Raster. Und davon hat er jetzt 6 Silben gefüllt. Gebe dir Schläge ans, ne? Also 2 Triolen. Und die sind halt einfach nicht sauber. Vor allem, weil er stoppt dann bei Kinn. Gebe dir Schläge ans Kinn. Das klingt an sich schon nicht so rund, diese Stockerpause. Nach dem Dia ist die erste Triole vorbei und bei Schläge geht die nächste Triole weiter. Das beißt sich, das ruckelt. Man kann das nicht angenehm phonetisch aussprechen. Sunny könnte es eigentlich vielleicht,
Aber er hat's hier nicht hinbekommen. Crazy, dass ich das noch erleben darf. Ein Flowfehler in einer flowlich gesehen absolut lupenreinen Karriere. Da sieht man eigentlich auch mal wieder, wie krass er ist. Durak Money Flow, Peach auf Mushroom Scene, Super Mario. Gebe dir Schläge ans Kinn und du Fähnchen im Wind kannst reden schwingen. Doch du bist faker als dein Ehering. Du nennst Attila Hurensohn bei mir und mich Hurensohn bei Attila. Danach kamst du angeblasen im Studio wie ein Spinner. Hab dich trotzdem rausgeholt, dann kamst du Hund wieder an Cashflow. Aber wann bezahlt der Hackmeister die Schulden vom Maestro? Du sind verteilst Geschenke, Fische, Jeno Spaghetti Break. Arme Fans, dein Mundgeruch ist ätzend wie Pfefferspray. Man hat dich dafür geblamed, dass du gestohlen hast, Neville. Doch Meisters Mikrofon zu rippen war ne Wohltat, Neville. Allem, du warst niemals Dealer zwischen Ghetto-Fassaden. Und wenn du Kugeln verteilst, das dann in den Shadow-Arkaden. Du Eisverkäufer, bring mir Haselnuss und Stracciatella. Nachbar Nasen, Schnuff im Rattenkeller. Mach der Straßenhund auf Mafia-Feller. BBM, Bandenlieder, Akagami, Shanks. Ein Board, 7 Autos, 30 Cousins. Du kannst vor uns fliehen, doch du wirst von der Fahrbahn abgedrängt. 3 Kugeln, 8 Jahre in der Prada-Tasche, Plam. Irgendwann kriegst du einen Schlaganfall von Cham. Nur Skandale vor der Cam, nur Verarsche an die Fans. 5 Millionen Deal, aber auf der Sparkasse kein Cent. 4 Bro, CEO, der in der Lagerhalle pennt. Spendengeld veruntreut. Ach ja, stimmt, das mit 4 Bros war ja auch noch eine Sache, ne? Wobei ich sagen muss, jetzt bei dem, was davor alles so war, konnte ich nicht mitreden, ne? Sunny hat ja so ein bisschen auch wieder mit seinem Rücken gedroht. Weiß nicht, ob da mit dem Drive-By, ob da irgendwas von Realität mit dran war. Wie gesagt, da kenne ich mich auch nicht, auch wieder nicht aus. Ja, wie gesagt, deswegen, da konnte ich jetzt nicht so viel labern, aber mal gucken, was noch kommt. Schwerer Skandal, dafür wirst du in diesem Leben und im nächsten bezahlen, weil du das PayPal-Money ausgibst für Nonsense und Bader. Dieser Junkie ist kein Ehrenmann, nur Content-Creator. Hunde in Rumänien, Afrika, Türkei, weil du alles machst für Hype. Wieso hast du keinen Beweis, wo die Gelder hingeflossen sind, nix dokumentiert. 2 LKWs, paar 100 Cash, Hauptsache Promo funktioniert. Ah, ehrenloser Peach, mach nicht auf Helfers Helfer. Kanaken hauen dich auf den Kopf, wie du die Spendengelder. Verteilt am Kölner Dom das Essen, alles Fake-Shit. Dann wird der Schwanz dabei gefilmt, so wie im Drake-Clip. Dein Charakter genauso dreckig wie deine Fingernägel. Obdachloser Lukas vor Kamera, nur für Imagepflege. Im Casino mit dem Geld der Erdbeben, ja. Opfer spielen. Dann ist es schwer, sich zu kontrollieren. Obdachloses Comeback-Video auf. Ja, es war klar, dass er da nochmal drauf eingehen musste. Dieser Satz aus dem Interview ist ja schon so ein bisschen legendär geworden. Aber ist auch genau der Grund, warum ich sage, dass Mäuse einfach nicht ins Internet gehört. Das ist einfach eine absolut verlorene Seele. Palästinacken. Guck, wie sie dich wieder zum Meme machen. Äußer dich vernünftig und drop facts, kein Shit-Talk. Beleidigst alle Türken im WhatsApp bei Jigsaw. 369 Avenue war ja ne Mega-Idee. Bist zwar kein Eskimo, doch arbeitest mit Schneeballsystem. Das ist die Realität. Bleib besser YouTuber hinter deinem... Realität auf Schneeballsystem ist auch cool. Diese ganzen Doppeldeutigkeiten, die sind auch ganz nett, so. Ich glaube, das letzte Mal, als Sunny wirklich so geile Punchlines gekickt hat mit so Doppeldeutigkeiten und Spits, schon eine Weile her. Stehen noch nicht mal deine Blutsbrüder. Switch dein Management, dann bist du Schwanzlutscher am Bellen. Aber wegen dir gab's Razzia im Hamburger Hotel. Wo stabile Jungs riskieren, du bist am Scheiße labern. Du warst nie in U-Haft, nur eine Stunde Polizeigewahrsam. Du warst im Unrecht, doch sie hatten für dich Ballermann dabei. Sogar eine Wohnung gab man dir, du hast nie Dankbarkeit gezeigt. Brückstraße, guck wie man dich Bastard auf den Asphalt klatscht. Friseur in Dortmund, doch statt Undercut gab's Uppercut. Du hast bei den Leuten Geld für Unterhalt geliehen. Sie gebeten, deine Schulden von dem Umsatz abzuziehen. Handy aus, es gibt kein Kiosk und kein Burger. Laden. Dafür wird man irgendwann ne Kugel in dein Körper jagen. Prime und dein Hype vorbei, ohne Fleiß kein Preis. Und ohne Manuelsen kein Nice, so Scheiß, du verrät. Alter, das gab's ja auch, aber da war ich schon komplett weg. Deine Brüder und bläst für Livestream mit Boo. Gib dir Stiche in dein Rücken wie beim Whitebeard-Tattoo. Mit deinem Fessel, oh, damit kriegst du bevor ich deine Mutter, die dieselbe ist, vor dir finden muss, Bro. Läufst du vor Polizei, vor Mafia, vor Illus oder vor dir selber weg. Du bist auf Mary Jane. Muss man wirklich sagen, es ist eine Kunst, diese orchestralen Drums hier, die Pauken so zu mischen, dass das, wie soll ich sagen, dass das einigermaßen angenehm im Beat klingt. Da bin ich selber schon oft glorreich im Mixing dran gescheitert. Props wirklich an den Producer hier an der Stelle. Auf Abiyat und auf Pilze abgespackt, du Kellerkeck. 369 bedeutet 3 Klatscher, 6 Stiche, 9 Kugeln. Denn du machst Ansagen wie Mike Buffer, aber du musst wegrennen vor Löwen und dem Wolfsrudel. Freut dich, dass du nicht tot bist, Kaffer! Mois schlägt Anis und gibt Anis die Schuld für Trennung. Oh, das finde ich gut, finde ich sogar ganz gut, dass er das hier macht, dass er diese Audios einblendet. Im Kontrast zu vorhin fand ich das ultra unangenehm, dass er diese Voice-Chats da an seine Mom zeigt. So ein kurzer Chat hat ja gereicht, um zu zeigen, dass Mois selber gesagt hat, dass seine Mama an allem schuld ist. Dass sie das wirklich getan hat, so als Beweis. Das fand ich ein bisschen cringe, aber hier ist es tatsächlich wichtig, finde ich, weil
Sonst, also dadurch verwässern Mois Aussagen nicht, sondern man hat sie ja hier eins zu eins gehört nochmal und kann die Tragweite verstehen, was für ein gefährlicher, unangenehmer, schwieriger Mensch das auch ist und dass man das halt in diesem ganzen Rahmen hier auch nicht vergisst, finde ich. Nicht auf TikTok und gibt TikTok die Schuld für Sperrung, macht rassistischen Shit-Talk, verliert sein Instagram-Account, die Illuminaten-Hacker, klar, dass jeder Kinderfan das glaubt. Aber ich hab nicht gedacht. Zu viel Kuck, zu viel auch Luli im Blut, das willst du selber Jude sein, dann sind ja Hoodies verflucht. Alleine wenn du blinzelst, ist das schon ein Hurensohn-Move. Normale Abendessen sahen aus wie Jalous-Interviews. 7 Jahre Raumpfleger sein, niemals rausgehen allein, häusliche Gewalt, 4 Finger, Frauenschläger-Style. Du wärst kein Rapper, aber hast noch nie ein Beat gefickt und hattest du mal stabile Hits, dann höchstens in Anis Gesicht. Wäre versprechen. Oh, das ist eine ehrenlose Line, Alter. Der, das ist Abschaum. Aber es ist die beste Punchline bisher im ganzen Track. Jaguar gefaked für Klicks, sie hat danach das Auto nie gesehen wie Shirin David Gig. Geschichten aus dem Paulaner Garten, was für eine Frechheit. Alles an den Hahn herbeigezogen wie deine Ex-Wife. Holland, Nürnberg, Italien, denn dich von Großfamilien foltern, machst auf Aber ich wäre jetzt schon an dem Punkt, wo ich sagen würde, komm, Alter, hier reicht's eigentlich, oder? Also was soll man denn jetzt noch großartig zu dem Thema sagen? Ist doch jetzt gegessen. Eigentlich hätte es nicht mal ein Diss-Track gebraucht, so. Jetzt sei das Honey halt seine Position gezeigt, hat die Anis ein bisschen halt in Schutz genommen und so. Ich habe halt gehört, da soll jetzt noch was richtig Ehrenloses kommen. Ich würde sagen, ab hier Punkt, ab hier Schluss, ab hier reicht. Aber gut. Hält doch fließt durch ganz Europa wie die Wolga. Sponge hat auch was auf dem Herzen schon seit längerer Zeit. Wir vermissen dich, Gary, komm heim. Zeus Kid nix weiter als ein bellender Kläffer. An dieser Stelle ganz kurz in eigener Sache. Ich meine, wenn man SpongeBob so sieht, dann denkt man sich ja schon irgendwie, oh, crazy. So, die Battle-Rap-Zeiten von damals, die wünscht man sich ja schon so ein bisschen zurück. Ich kann an der Stelle nur sagen, unauffälliger Tipp, klickt mal auf den Link da und vielleicht, ganz vielleicht, wird dann nächste Woche Freitag eventuell ein riesiges, aufwendiges, neues Battle-Rap-Turnier kommen. Eventuell geleitet von einem gewissen Rap-Analytiker, der euch eventuell bekannt vorkommt. Aber dazu sage ich nicht mehr. Klickt einfach mal drauf, abonniert schon mal den Kanal und nächste Woche geht's richtig los. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Video. Jetzt muss ich so, funny, dass er eine fucking Gary Come Home Anspielung macht. Ich dachte nicht mal, dass er die Serie wirklich kennt. Okay, funny, SpongeBob Staffel 4, gute Folge. Das war ja crazy gerade eben. Also das hat er wirklich gerade nochmal so halt für uns gemacht, für uns Kinderfans von damals. Superheld doch fließt durch ganz Europa wie die Wolga. Sponge hat auch was auf dem Herzen schon seit längerer Zeit. Wir vermissen dich, Gary, komm heim. Zeus Kid nix weiter. Ist das passiert? War das ein Ding, das er da so gestreamt hat? Als ein bellender Kläffer. Du hast nur Balls im Netz wie Alison Becker. Du trittst niemals zum Kampf an, weder mit Farid noch mit Klick. Du kannst nur vor die Kamera treten wie bei Tornado Keks. Jeder weiß, dass du Hund dich nicht traust im Käfig. Also vor die Kamera treten. Eigentlich auch eine voll naheliegende Zeile eigentlich, aber die habe ich so in der Form noch nicht gehört. Bist du in Italien untergetaucht wie Venedig? Mach dein Statement. Digga, was ist denn los, Sunny? Untergetaucht wie? Das war dieses Mal eine 32. Also keine Triole, sondern einfach nur quasi doppelt so schnell. Quasi Triple Time. Also, und unter. Das getaucht ist dabei die 32. Der Rest ist normale 16. Untergetaucht wie? Auch wieder unsauber geflowt. Was ist denn da los? Weiß, dass du Hund dich nicht traust im Käfig. Deshalb bist du in Italien untergetaucht wie Venedig. Mach dein Statement, du Schwanz. Du bist so ungewohnt. In meiner Stadt finden, doch das wird nicht stattfinden. Mayweather-Kampf. Weil du nur Ansagen drehst. Stimmt, der Mayweather-Kampf, der ist ja auch nicht passiert. Schade eigentlich, das hätte ich gerne gesehen. Ist deine Kids, wenn du vor Kamera gehst, du selbsternannter Prophet. Deine Kinder. Da kann man noch nicht einmal hinterstehen. Als Ex-Muslim, ungepflegter Penner mit Fingernägeln wie Catwoman. Du wirkst in den Statements dumm und verwirrt. Hast den Islam verlassen und bist dann zum Hund konvertiert. Guck mal, aber diese ganzen Lines, also ich weiß, es hat bestimmt auch was mit Rapperstolz zu tun, dass er sich da verteidigen muss, weil er halt dreckiger Jude und so genannt wurde, Digga, wie von fucking Cartman, das geht halt überhaupt nicht. Aber da jetzt 50 Lines über dreckige Fingernägel und so zu schreiben, ich meine, ist das schon irgendwie Wayne? Du kannst meinen Schwanz blasen, nichts als Ansagen von einem Angsthase. Jeder weiß im Real Life, dass du Pisser nie deinen Mund aufkriegst. Steht vor dir, musst du zittern wie beim Clubauftritt. Verrückter Professor, die Irrenanstalt ist die Endstation. Wissen das schon Deutschraps, Garfield mit Tourette-Syndrom. Du armseliger Bettler bis am Vader ziehen. Bruder, Spende für Lachluli, Geld bei PayPal me. Du hast auf dieser Dunja kein... Oh, den hat er gut getroffen gerade eben. Aufenthaltsgenehmigung, bist keiner von den Wölfen, deine Nationalität ist Hund. Du hast den Islam, es braucht für Hetze nie zu Gott gebetet. 400 Euro Basis, Hodja predigt. Ich hab schon eine Atmosphäre mit diesen ganzen Vocal-Samples von Mois im Hintergrund, ne? Also ich finde, es haut schon gut rein.
Job verreden. Du willst meinen Sohn mit 18 ausnocken, Bruder, er wird deine Tochter daten. Du musst dich ducken vor Konterschlägen im Koffer, AKs, Folterszenen im Keller. Ich cockschelle dich mit Monsterpenis. Es gibt kein Okta-Käfig, es gibt den Kopf Macheten. Ich komm mit Rockern zur Schlägerei wie Javonta Davis. Du Streuner stinkst nach Kanalisation. Boah, ich nochmal Props an dem Beat, haut richtig rein. Ganz ungepflegt ist der Talahon. Sitzt wie ein Penner auf dem Boden in der Bahnstation. Doch du müsstest eigentlich nicht betteln, du bist Farid-Sohn. Farid. Schuhe auf dein Kopf, wir sind die Nummer 1, du kleiner Nutten. Alle sollen in deine Mutter rein. Bellender Schwanz, Better Run, willst du Messer fangen? Du wirst im Kofferraum Paket gemacht, Expressversand. Dich jagen keine Entertainer, dich jagen NRWler, Brada. Aber niemand hasst dich mehr als deine Englischlehrer. Einmal die Woche duschen, jump von Taxi zu Taxi. One Peach, Strohhut, Penner, Junkie, die Ruffy. Man muss sich zwang. Auch funny. Lassen. Du bist der geborene Eisverkäufer, denn du hast einen an der Waffel. Nicht nur nach Messerattacke, ne gespaltene Persönlichkeit. Psychologisches Gutachten, unheilbare Hurensöhnlichkeit, obdachlos. Der, jetzt reicht's doch mal, Sonny. Ich habe jetzt vorhin zum dritten unroutinierten Flow habe ich jetzt nichts gesagt, aber das war ja wirklich grausam. Das hat sich fast schon so richtig zerkattet angehört. Attacke, ne gespaltene Persönlichkeit. Psychologisches Gutachten, unheilbare Hurensöhnlichkeit, obdachloser Schamane bis bei. Meditieren eingeschlafen. Boah, das hebt mich an der Palette. Und dann aufgewacht im Streifenwagen. Links aus Fitzen, raus im Pappkarton. Hey, Jibbits, buch für die nächste Astralreise. Bitte im One-Way-Ticket. Das ist auch eine starke Line, finde ich. Kombination mit Testospritzen. Da hilft kein Therapeut, du brauchst einen guten Exorzisten. Schizophrener Irrer, wer soll dich noch vor dem Feuer retten? Ey, yo, Mois, vielleicht kannst du das mal mit Zeus besprechen. Aus dir spricht der Teufel. Aber das sind wieder so Sachen, so. Da bin ich halt leider raus, so. Das ist zu viel Name-Dropping, zu viele Insider. Und ich bin auch gar nicht mal so mad, dass ich das nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Scham. Mois hat dort Komplexe wie Jerusalem. Deine Nuttenmutter lutscht und schluckt deinen Basie. Was willst du machen? Deine DNA unter mein Aiden. Dein Vater ist zur Hälfte blind, der alte Kriegsveteran. Schön und gut, was hat Anis deiner Familie getan? Hat er keine Hobbys, wieso muss er deine Frau beschatten? Richtig creepy, sagt dem guten Mann, der soll kein Auge machen. Du Kelp bist am Abdrehen. Zum Glück muss dein Vater die Scheiße hier nur noch zur Hälfte mit ansehen. Okay, die fand ich cool. Ziemlich sicker Shit, wenn Family dein Business fickt. Dein Dad hat deine Uhren verkauft, weil du nicht ganz richtig tickst. Jeder macht auf heilig, besser spricht dein Gebet. Sauna-Club-Gänger sagen, dass sie sind. Dein Dad hat die Uhren verkauft, weil du nicht ganz richtig tickst. Die ist ja eigentlich sogar trippeldeutig, ne? Einmal halt wegen dem Ticken der Uhr, dann einmal wegen dem Ticken der Psyche und einmal wegen dem Ticken beim Verkaufen. Also könnte man auch noch mit reininterpretieren. Das letzte war natürlich nicht so mit gemeint, aber die Ebene ist da. Starke Line. Geht, niemand ist sündenfrei, egal wie sich das Internet dreht. Am jüngsten Tag wird sich zeigen, wer vom Richter besteht. Laberst dubioses Zeug, komm nach Lulisburg betäubt. Aber eine Frage, wieso rennt sich Hurensohn auf Mäus? Du Lügenbaron, dein Wort hat untergewinnt. Digga, das sind so Lines, die werde ich nie verstehen. Ich meine, Sunny hat dieses, warum reimt sich das und das, ja mit seiner Kollega Flowfehlerline begründet, aber trotzdem. Also wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo sich das nicht reimt. Weißt du? Also, das Hurensohn und das Mäus, das reimt er ja durch die Zeilen von vorher, ne? Also, ja, starker Reim, Bruder, starker Reim auf jeden Fall. Das ist deine Tochter, deine Schwester, hast du Mutter gefickt. Das ist echt vom Dreh und so, das war jetzt ja auch mit Handkamera, ist man so von Street Cinema gar nicht gewohnt. Also, beziehungsweise jetzt Daniel Slotin. Und hier nochmal für jeden, der die Wahrheit nicht kennt. Ich hab gelogen in dem Statement, war von Panik gelenkt. Doch dieser Bastard hat sie selbst in meine Arme gedrängt. Anis ging Alim nicht fremd, sie waren islamisch getrennt. 2003. Hallo, okay, also jetzt wird das hier nochmal quasi aufgeklärt, dass sie doch was miteinander hatten. Das ist jetzt so der Punkt, wo es halt wirklich gedroppt wird und man das dann merkt. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll und ob ich etwas davon halten soll. Weil mich dieses Thema auch eigentlich nervt's mich nur. 20.10. Oktober, zu Hause wartet ein benebelter Kokser. Sie will die Trennung, er behandelt seine Frau wie Besitz. Schlägt sie mit Faust ins Gesicht, vor den Augen der Kids. Er schloss die Tür ab, nahm die Handys weg, dass niemand Polizei ruft. Traurig, wie der Köter immer wieder auf sie einschlug. Es ist wirklich ungewohnt, Sunny. Aber man kann es halt nicht anders sagen, das ist vom Drehaufwand relativ billig. Es ist ungewohnt, Sunny so zu sehen. Das Licht ist halt einfach normales Tageslicht. Es ist nicht mal richtig großartig gelenkt. Also ich glaube nicht, dass da noch jemand mit so einem, weiß nicht, wie man das jetzt gerade nennt, so einer Lightingbox oder so im Hintergrund steht, dass das Licht vernünftig halt auf sein Gesicht gelenkt wird. Also es ist wack ausgeleuchtet so. Die Kamera ist halt, glaube ich, hier auch eine Handkamera und er steht da einfach nur im rechten Drittel und performt da so.
Das ist ungewohnt. Das hat am Anfang ja noch ganz cool ausgesehen, so mit dem grünen Rauch hier, weil sie so wahrscheinlich so ein paar Bengalos angezündet haben. Aber das jetzt. Die Handys weg, dass niemand. Alles ganz cool, dass sie im Hintergrund den Himmel ausgetauscht haben, dass es noch ein bisschen episch aussieht, aber das wirkt schon ein bisschen wie hingeschissen im Vergleich zu dem, was man sonst von Daniel Slotin kennt. Die Polizei ruft, traurig wie der Köter immer wieder auf sie einschlug. Haare rausgerissen, liest die Chatverläufe, wollte selber, dass wir schreiben. Wir waren niemals beste Freunde, Ehrenloser. Während er fast wieder einen Mord in seinem Wahn begeht, spricht er die Scheidung aus, die Hand auf den Koran gelegt. Das alles kann ein Mitglied der Familie bezeugen. Die Kinder schreien und er schlägt wieder auf ihren Kiefer mit Fäusten. Die Arme hielt es nicht mehr aus, als er sie blutig niederschlug. Griff das Messer aus Verzweiflung, noch ein Suizidversuch. Endlich klingelt's an der Tür, draußen warten Polizeibeamte. Er versuchte wegzulaufen wie eine feige Ratte. Näherungsverbot 10 Tage. Leben unter Strom 7 Jahre. Sie flieht in dieser Nacht zur Cousine in die Stadt. Und wir blieben in Kontakt, weil sie niemanden mehr hat. Erstes Meeting Greet im November. Erstes Mal verliebt im Dezember. Fest zusammengekommen im Januar. Ich gestehe nur aus Angst vor Gott vor der Kamera. Ich hab für sie gelogen. Die ganze Welt hat gezweifelt. Doch sie hat jetzt. Ganz weirde Story. Oder? Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr davon haltet, das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da lost. Also ehrlich, ich habe da jetzt ganz gemischt komische Gefühle, wenn ich das so sehe. Jetzt mal ehrlich, also Anis, wieso ist sie jetzt in diesem Video? Also das soll, ich glaube, die Intention dahinter ist halt, dass der Sunny jetzt hier so ein Liebesgeständnis macht, dass er sich jetzt halt in sie verliebt hat und so weiter. Hä, wie ist er, ist Sunny nicht verheiratet? Weiß ich gar nicht mehr, ich erinnere mich da nur noch an Started from the Bottom, als er halt so, ne, seine Frau und seinen Sohn halt in der Kamera hatte mit. Und ich weiß nicht, ob das schon länger so ist, dass die anscheinend geschieden sind oder nicht. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan, ob Sunny noch mit seiner Frau verheiratet ist, ich glaube mal nicht, weil sonst wäre das ja wirklich grausam. Also, hä? Hä? Also da jetzt die, ach nee, Mann, lass sie doch einfach nicht vor die Kamera, lass sie doch einfach ihr Leben leben. Was ist denn das auch für eine Entscheidung von der Anis, dass die da jetzt gesagt hat, ja, okay, ich komme da jetzt mit ins Video, wir inszenieren das alle voll episch. Also, es hat wahrscheinlich für die so ein Payback-Feeling oder so, aber es ist einfach nur ziemlich lächerlich. Gefasst und ihren Eltern gebeichtet, sie war von Angst zerfressen. Sie hat gezittert seit Tag 1, niemals die süße Lüge, immer die bittere Wahrheit. Wir durften nie zusammen sein, Muslime und Jude. Aber ich hab für diese Liebe geblutet. Anis, ich hab für dich mein Leben riskiert. Doch wenn die ganze Welt dagegen ist, ich stehe zu dir. Zurück zum euch, jetzt sag, wo bist du, Hundesohn im Recht? Stellst noch Ansprüche an sie, das finde ich ungelogen frech. Frauenschläge abschauen, deine Beine unter meine Benzräder. Wir sind keine Fremdgeher, wir sind deine Endgegner. Du warst nie mein Bruder, nur ein. Also, ich meine, so. Okay, wie gesagt, Mois war ja offiziell geschieden von seiner Frau. Die Anis kann machen, was sie möchte. Das soll sie auch bitte. Jetzt wird es halt erst verheimlicht, dass der Sunny da was halt mit ihr hat. So. Auch eine Sache, die mir eigentlich egaler nicht sein könnte. Es ist halt nur jetzt weird, dass der Sunny da am Anfang halt gelogen hat und das alles verheimlicht hat. Und jetzt macht er halt hier auf nach dem Motto, wir sind zusammen, wir sind ein Paar, wir sind stark, wir stehen gegen den Unterdrücker. Aber die Inszenierung, die fruchtet halt auch einfach nicht ganz. Die ist irgendwie komisch, oder? Irgendwas ist darin ganz, ganz weird. Flüchtiger Bekannter, fließt aus Deutschland immer noch ein flüchtiger Bekannter. Sie tat mir leid, ich wollte den Schmerz in ihr kompensieren. Wir haben uns verliebt, dann ist es schwer, sich zu kontrollieren. Ist es richtig, wenn sie Videos aus Rache leaken? Auch wenn's wehtut, jetzt ist der Moment, um abzuschließen. Das geht an die Mutter meines Kindes, schöne Zeit gewesen. Bewahr den Frieden, du kannst ohne mich auch weiterleben. Das geht an mein. Hä? Hä? Warum jetzt so eine Zeile? Also, warum jetzt so eine Zeile? Das kann ja eigentlich nur zwei Gründe haben, oder? Also erstens, er hat sich wirklich von seiner Frau getrennt, um jetzt mit der Anis zusammen zu sein. Das war Nummer eins. Also, wenn das so wäre, brutal kritisch. Also, brutal kritisch, finde ich. Also, ich meine, wenn es generell in der Ehe nicht mehr funktioniert und man überlegt, sich zu trennen und da ist dann halt jemand da, mit dem man dann zusammen sein kann, okay. Aber diese ganze Öffentlichkeitswirkung, dass es halt die nun mal misshandelte Frau von, Ex-Frau von Mois ist mit ihren Kindern und dass das hier in einem Diss-Track so thematisiert wird, das ist komplett fehl am Platz. Das ist komplett wrong, finde ich. Es fühlt sich einfach mies an, komisch, deplatziert. Nennt's wie ihr wollt. Ganz komische Geschichte. Ganz komisch. Und die zweite Option
ist halt, dass er schon länger mit seiner Frau getrennt ist und sich jetzt irgendwie nochmal dazu bewegt fühlt, jetzt nochmal einen Shoutout an sie zu geben. So nach dem Motto, ey, ich hab dich nicht vergessen, seitdem wir uns getrennt haben, und will jetzt nochmal sagen, du schaffst das. Und ich habe jetzt eine neue. Das ist einfach komisch. Du warst so stramm in dem Krieg, egal wer dich manipuliert, du weißt, dass Papa dich liebt. Ich bin stolz auf deine Reime, Flow ist böse, Habibi. Du wirst rasieren, denn meine Eier machen Löwen, Habibi. Sein Kind rappt? Das ist ein Ding? Also, würde ich mich als Sohnemann auch freuen, wenn mein Rapper-Papa sowas zu mir sagen würde? Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt einfach nichts zum Rest. Meine Reime, Flow ist böse, Habibi. Du wirst rasieren, denn meine Eier machen Löwen, Habibi. Einfach ein ganz komischer Fiebertraum. Okay, und jetzt schon wieder ein neuer Beat oder wie, und dann... Also man könnte es doch hier so stehen lassen. Jetzt doch vorbei, was soll denn jetzt noch kommen? Also vom dramatischen Verlauf waren wir am Anfang bei Deep, ne? Also hat sich aufgebaut, Spannung ist gekommen. Dann boom, böse, böse Punchlines und jetzt nochmal abflachen zum Ende. Boom, Dramaturgie ist fertig. Die würde nur wieder funktionieren, wenn sie gleichzeitig wieder der Aufbau wäre, dass jetzt wieder ehrenloser Battle Rap kommt. Aber den braucht's meiner Meinung nach überhaupt nicht. Hallo? Hey Anis, was geht? Und alles gut. Hast du gehört den letzten Teil? Ja, er hat meinen Namen sowieso schon in den Dreck gezogen. Ich bin eh schon von allen Seiten abgestempelt, also let's go. Alles klar, Habibi! Ist ja sowieso alles nur Kunst. Ja, Promo. Weiß ich nicht, Bruder, weiß ich nicht. Okay, alles klar. Ach, Mäus, ach, du kleiner Hurensohn. Was hast du... Okay, ist jetzt wieder ein bisschen aufwendiger gemacht vom Video. Das freut mich doch, dass es nicht wenigstens die ganze Zeit so nicht so gut aussieht, sondern jetzt mal ein bisschen hochwertiger. Gedacht. Leaks Bilder von deiner Ex-Frau, Leaks Bilder. Eigentlich falsch verstehen, die ersten beiden Video-Locations zu den beiden verschiedenen Beats fand ich sick, aber die dritte war nicht so nice. Meiner Mutter. Aber egal, du hast schon alles gesagt, jetzt ist eh zu spät. Guck, was. Das gefällt mir wieder sehr, sehr. Ich mag den tiefen, breiten Bass mit sehr, sehr viel Distortion in den Mitten. Der geht richtig auf. Und dazu der Chor, das hat schon geile Feelings. Bilder von meiner Mutter. Aber egal, du hast schon alles gesagt, jetzt ist eh zu spät. Guck, was ich mit dir mache. Vergiss nicht, mit wem du hier fixst. Und vergiss nicht, mit wem du nicht mehr fixst. Und Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Stand in the mirror, du bist nach paar Nasenblas wie Michael. Stand in the mirror und dann die Location dazu, das passt richtig gut, das gefällt mir. Cooler Einstieg, so direkt auf die 1 durchgeballert. Beat gefällt mir richtig gut, die Kick pumpt ordentlich, ich mag den Bass ja sowieso, der Chor geht geil rein und die Snare klingt ein bisschen metallisch. Ist auch relativ hallig und so, die geht gut ab, gefällt mir. Also Beat auch hier, also die beiden harten Battle Rap Beats, die gehen volle Kanne nach vorne. Und ich find's krass, dass das nicht von Digital Drama produziert wurde. Hier fixt und vergiss nicht, mit wem. Also Kernaussage jetzt hier von dem Track soll quasi sein, so nach dem Motto, ey Mois, du hast so viel dicke Lippe riskiert und vielleicht ganz vergessen, dass ich einer der gefährlichsten Battle-Rapper Deutschlands bin, deswegen hau ich dir jetzt ehrenlos um die Ohren, was um die Ohren geht. Zeilen, die du nicht vergessen wirst und Zeilen, die man auch in 100 Jahren zitieren wird, immer wenn man es mit deinem Namen assoziiert. Das war so der Gedanke bei diesem Track. Meiner Meinung nach, gerade weil das Thema so assi-empfindlich ist, hätte man das hier nicht gebraucht. Meiner Meinung nach hätte Sunny vielleicht sogar einen Part machen können, wenn überhaupt, dann vielleicht wie damals gegen Gio diese Marie-Geschichte. So. Weil da ist er ja auch in diese Moralschiene gegangen, du hast so schlimme Sachen gemacht, wie kannst du nur? Real Talk, ohne jetzt krass viele Punchlines, sondern einfach nur nach dem Motto, du grausamer Mensch, why? Vergiss es niemals, das wird man wird sich immer so an dich erinnern. Und das war ja fake damals, aber das hätte hier gepasst. Aber anstattdessen macht er hier jetzt so eine Punchline-Schiene draußen. Entschuldigt sich bei Anis, was bei mir nur jetzt die Angst aufkommen lässt. Ich glaube, es geht um Geschlechtsverkehr. Mehr fixt. Und Baby, es tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Stand in the mirror, du bist nach paar Nasenblas wie Michael Jackson in Thriller. Bring dein Ende, mein Birrer. Geh mit Anis aufs Hotelzimmer nach dem Candlelight-Dinner. Während du flänzt in der Villa, wird sie geleckt und gefingert. Ich hab gehört, du rennst jetzt weg vom Mafia-Kreis. Deine Ex hat in ihrem Bauch wegen mir Butterflies.
Du Pussy mach mit mir keinen Schwanzvergleich. Homie, you claim to be a player, but I fuck your wife. Reibst dir immer wieder unter die Nase wie Jay-Reste. Deine Perle klebt mir am Hals, Ace-Kette. Laberst rum, dass ich mit dir telefoniert hätte. Doch ich geb Potzen nur Gesicht, wenn ich an Nies lecke. Das Spendendrama war weder ihr oder mein Interesse. Stecke nur bei Sex mit deiner Ex unter einer Decke. Flow ist geil, Beat geht gut nach vorne. Thematisch ist es unnötig, dreckig, widerlich, bauscht ein Thema, was sowieso an Ekelhaftigkeit nicht mehr zu überbieten ist, noch weiter auf. Lass doch einfach gut sein, Mann. Das von Tapes, obwohl dein Schwanz nicht mal steht, während du groß eins rauszuhauen, haben wir 20 gedreht. Du willst Gesichter leaken oder exposen, dafür lass ich in mein Video deine Ex posen. Ich krieg von ihr in der Hotel-Lounge ein Striptease. Du nennst Anis ab heute Ex-Frau wie Misty. Schlecht. Während sie da im Video steht und da so eine Schlange hält und... Das sind die komplett falschen Signale. Also, das ist ja wirklich so dumm und so bodenlos, wie es nur sein kann. Was ein Fiebertraum, was eine komische... realitätsferne Zerrwelt. Doch du hast dich als Ficker gehypt und dein Körpergeruch eine Mischung aus Pisse und Aber der Beat ist jetzt gerade nice, ne? So mit dem Snare-Drop hier gerade, dieses und im Hintergrund dieses gottlos geile Sample, was da abgeht. Es ist an sich, der Beat ist krass. Die schlechter Sex, doch du hast dich als Ficker gehypt und dein Körpergeruch eine Mischung aus Pisse und Schweiß. Sie wollt dem Kuxer nicht mehr geben, denn deine Unterhose stinkt noch ekliger als Dosenfisch aus Schweden. Du willst deine Eier vor ganz Deutschland beweisen. Doch ich hab Anis gefragt und sie sagt, Mois hat einen kleinen. Ah, sie wird bei mir allein nach ein paar Worten feucht. Sie ist nie gekommen, Bruder, sie hat bei dir vorgetäuscht. Sie lag wie ein Seestern, bei mir springt sie wie ein Känguru. Erst nehme ich sie von hin. Also, das ist zwar menschlich schon nicht so geil, sich über sowas zu definieren. Nur so mal als kleine Message an jeden, der das hier hört und vielleicht noch nicht so alt ist. Der wortwörtliche Schwanzvergleich. Und so zu hören, ah, guck mal, den du vorher hattest, der hatte anscheinend nicht so einen großen und der hat nicht so abgeliefert im Bett und so weiter und hat nicht so viel mit dir gemacht. Bei mir ist das voll crazy und krass. Mag sein, dass man sich in der Situation von San Diego da total cool fühlt und total geil und so weiter. Das sollte man aber, wenn man ein Mensch ist und Größe zeigen will, halt für sich behalten. Oder vielleicht, mein Gott, wenn du es nicht für dich behalten kannst, halt mit Freunden oder so drüber reden. Aber das überhaupt in die Öffentlichkeit zu posaunen, dass du halt auch auf diesem Vergleichstrip bist, das ist schon wack, das zeugt schon echt von einem miesen Charakter. Aber jetzt auch noch das als Punchlines zu nehmen, halt gegen Mois, nach all dem, was passiert ist und was eigentlich auf dem Spiel steht. Gott, und man denkt mal an die Kinder von Mois. Und dafür wird das Wort pietätlos eigentlich erfunden. So. Wie gesagt, das ist die Moralkeule, von der ich am Anfang geredet habe. Ich wusste, dass es ehrenlos wird und das ist es jetzt halt. Mir bleibt nur übrig zu sagen, dass das scheiße ist, so. Hätte nicht sein müssen. Danach stech ich dir ein Gang-Tattoo, fick deine Baby-Mama. Sie steht auf Fingerspielchen, nehm sie auf dem Küchentisch, bei mir bekommt sie Princess-Treatment. Sie lebt Reiterstellung, ride in my pony, switch in positions, Baby, dreht sich wie der Zeiger, der Rolling. Guck mal, ich höre generell schon nicht gerne Rap-Songs, wo jemand die ganze Zeit nur über das Bang redet. Es sei denn, ist es krass gemacht, aber das ist ja wirklich lost. Sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen. Sie flüstert mir ins Ohr, sie wird dich immer wieder verlassen. Der schnellste Abspritzer Deutschlands, gib ihr eine Stunde auf Easy. Sie wird so laut, wenn ich drücke, gib Piki im Lamborghini. Du hast nie länger als 10 Sekunden eine Mami gedippt. Noch einmal reinstecken, abgespritzt, wie ein Anästhesist. Das ist das Staffelfinale, guck mit dir Netflix. Okay, ist auch wieder gut gereimt, ist eine gute Punchline, aber Digga, komm. Mach doch mal einen Schuh jetzt. Schaut mir, mach sie zum Nympho, dritte Runde, 69er Posi. Sie macht einen Wasserfall auf mir, ich kann gar nichts dafür. Do not disturb, schließ die Schlafzimmertür. Du bist meine Sucht, ich kann nicht ohne dich. Guck, wie die Psychose kickt, Ecstasy und Shore Trip. Du ziehst Hosen von der... Okay, die Line fand ich, also mit Bezug halt auf Mois Track so, könnte man noch sagen, das ist irgendwie witzig oder so. Hätte man nur diese Line genommen mit du bist meine Sucht und nicht dieses ganz eklige Fickgelaber drumrum, dann wäre das funny gewesen, das hätte man vielleicht noch so stehen lassen können, aber lost. Dann riechst du an ihren Tangas beim Baden, statt die Klamotten deiner Ex solltest du Zwangsjacke tragen. Hä? Er hat, also ich meine auch vorher noch, dass er sich so bei seiner Frau bedankt hat und so weiter, also jetzt bei seiner Ex anscheinend, bei seiner Babymama und dann halt jetzt dieses Gelaber auspackt. Also da musst du doch selber als Mensch komplett lost sein. Oh Medusa, oh mein Baby, eine Kugel in der Hut ohne dich, ja. Er hat sich verlaufen, dieser wandernde Hobbit. Fick ich deine Ex-Frau oder jemand anderen doppelt? Mois Anis, Chris Brown, Rihanna.
sexueller Missbrauch im Keller. Rückbank in meinem weißen Mercedes mindestens dreimal täglich. Und das Beste daran ist, der Sex ist einvernehmlich. Du bist ein Fitnessstifter. Okay, das ist auch eine gottlose Line. Das ist eine gottlose Line. Aber ich finde, die ist auch wieder, die hat wieder halt so eine leichte Berechtigung vielleicht, weil er einerseits halt Anis nicht so runterspielt als Objekt für seine Punchlines, sondern halt mehr sowas sagt wie, jetzt hat sie halt eine richtige Liebesbeziehung und jetzt wird sie mal behandelt wie ein Mensch. So, deswegen finde ich die Line sogar noch angebracht. Und ist gut pointiert, gut geschrieben, gut gereimt wieder an der Stelle. Leute hinter Gitter, was hab ich mitbekommen? Mäus ist ein Kinderficker, was war nach erster Ehe? Habibi, Zwinker, Zwinker, man hat ein schlechtes Bild von dir, da hilft kein Insta-Filter. Sunny, dein Abi, Schatz in dein Body, nimm deine Frau und deine Mutter, überlasse ich Farid und jetzt spark ab auf den Diss. Du kranker Narzisst, deine Mama gefickt, zug in 10, son of a bitch. Ich will auch gern Bilder von ihrem fetten. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, dass hier Farid irgendwas mit der Mutter von Mäus hatte. Ich denke, das muss ja ein Joke sein. Das muss ja ein Joke sein. Verlegen, doch bei der Dateigröße müsste ich einen eigenen Server mieten, weil man auf normaler Cam den Körper nicht sieht. Im Vollformat bräuchte man den Google Earth-Satellit. Zweier Mama Prostitutka, du verwöhnter Peach. Die Dicke dreht sich auf meinem Schwanz so wie ein Dönerspieß. Laufen mit Krückstock, wegen Plauze wie Rick Ross. Geht mit High Heels nach draußen und kommt nach Hause mit Flipflops. Der Doc bringt schlechte Nachrichten ins Krankenhauszimmer. Ihr Cholesterinspiegel, Elefant in the Mirror. Ich folter deine Hurenmutter im Keller. Die sieht aus wie Relaxo unter Blutgruppe Nutella. Sie ist der. Also, ich meine, gut, Sunny hat doch schon einige fetten Lines gebracht und so, man kennt den Joke. Aber jetzt so stumpf halt auf die Mutter von Mäus, auf diesen grauenhaften Menschen zu gehen, nach all dem, was diese Frau getan hat, ne? Also, das ist so ein Maß von schlimmen Sachen, die passiert ist, dass du dieser Ekelhaftigkeit eigentlich nur noch mit Ernsthaftigkeit antworten kannst oder Humor nicht in Form von harten Punchlines mit reinbringen solltest. Und da jetzt fetten Witze über die zu machen oder zu sagen, dass sie sich auf seinem Dick dreht wie ein Dönerspieß, ne? Also, dass er überhaupt die Audacity hat, jetzt zu sagen, dass er mit ihr verkehrt, auch wenn es ein Joke ist, nachdem er jetzt die ganze Zeit vor Lines darüber hatte, dass er Sex mit Mois Ex-Frau hat, während die da steht und die hat ein Trauma von Mois Mutter. Es ist ein Fiebertraum. Hör doch einfach auf damit, ey. Warum die Restaurants immer minus gehen? Ihr Fahndungsfoto hängt vor jedem All-You-Can-Eat-Buffet. Raupe nimmer satt, diese Hurentochter hat Fressflash. Noch ne Grillplatte, es gibt ihr die Drop, yes, yes. Der Metzger muss sie wieder aus dem Stall lassen, denn das fette Schwein kann man nicht halal schlachten. Sie hat nen Elefantenarsch, die Junkie-Braut, Schultern wie ein Türsteher, Mama war der Mann im Haus. Sie ist ausgeleiert, wir waren locker mit 10 Mann drin. Ihre Fotze sieht aus wie das Monster von Stranger Things. Wieso nennst du dein Label Ziegenstall Records, weil... Das war auch gut gereimt, eine gute Punchline auch mit Stranger Things. Ich will wenigstens auch irgendwas mit Gehalt sagen, was ich hier dazu geben kann, weil ansonsten ist der Zug halt schon längst abgefahren. Zuchttreibende Kachbar mit 4 Beinern Sex hat, werd deine Mann prostituieren. Einmal Nutte, immer Nutte, da muss ich den Farid korrigieren. Knall die Gilf hart weg, selbst nach dem Tod bleibt sie ne Hure und Lutschwänze in der Hölle, so wie Lil Nas X. Du musst mehr bei diesem Track wegstecken als deine Mama Luisa bei einer Gangbang-Session, du Bastard. Ich kenn nicht mal den Hintergrund, hatte die... Also hat Mois Mutter da irgendwas getan oder gemacht, was darauf hindeutet? Den ihr Loch abspritzen. Ich schwänger deine Mutter und dann lass ich den Hurensohn deine Tochter ficken. Spuck auf euch. Horrorfilm, Junge. Digga, das ist ja. Als wäre das ein reiner Film jetzt von John Carpenter oder keine Ahnung, Lars von Trier oder so. Das ist ja so durch. Ich schwänger deine Mutter und lass das Kind. Das hat auch nichts mehr mit gottlos hartem Battle-Rap zu tun. Das ist einfach nur noch eklig. Mir wird einfach nur schlecht. Ein Inzest gesorgt, deine Sippe sind Kinderdiebe wie in City of God. Ich drück ab und lass die Leiche deiner Mutter in den Arsch ficken. Und danach darf Pixie auf ihr Grab pissen. Dir ist nichts mehr geblieben, außer dein Weed Baggy. Sunny Diego, auch bekannt als neuer Stiefdaddy. Wir schlagen dich behindert mit Mafia-Gang. Doch was noch mehr wehtut ist, wenn deine Kinder mich Papa nennen. Die von der Line habe ich gehört. Das stimmt. Das ist auch eine crazy Line. Wie gesagt, in einem anderen Kontext hätte die vielleicht sogar funktioniert. In dem Kontext jetzt ist das ehrenlose Scheiße. Weil allein, ich glaube nicht mal 8 Lines davor hat er ja gerade noch gesagt, so aus Joke, dass er, wie gesagt, Sex mit der Mutter von Mäus hat,
und das Kind, ne, soll dann die Tochter von Mois, ihr wisst, und besagte Tochter soll Sunny jetzt Papa nennen. Oder meinte die Tochter aus erster Ehe. Seht ihr, was das für... Ich lasse es einfach. Beat ist nice. Location mit den ganzen geilen Fernsehern feiere ich auch sehr. Ist schon ein bisschen übel geworden gerade, ehrlich gesagt. Schon ein bisschen schlecht geworden. Lass mal schnell schauen, was so die Kommentare sagen hier. Bro hat einfach Top 5 deine Mutterwitze in den Song eingebaut. Ja, also Blutgruppe Nutella und so, true. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand noch krasser auseinandergenommen werden kann als Gio. Sehe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Sehe ich überhaupt nicht. Also das Ding ist halt, die Angriffsfläche von Mois ist ja um einiges größer. Die ist komplett real. Aber es geht in eine thematische Richtung, wo du sie eigentlich nicht mehr auf dieser Ebene so austragen solltest. Und dass Sunny trotzdem noch den Schritt weitergegangen ist. Und jetzt Janis und halt Mois Mutter in so einer Ekelhaftigkeit jetzt da reingepackt hat. Und die Kinder auch noch... Sorry, das hat nichts mehr mit harten Diss oder coolen Battle Rap zu tun. Das ist menschlich gesehen halt einfach nur grauenhaft. So, schrecklich, und ich hoffe, dass ihm das vielleicht irgendwann bewusst wird, also Sunny, und dass das ihm halt auch unangenehm ist. Wie gesagt, Moral, bliblablub und so weiter. So, ihr hört es jetzt schon zum 10. Mal, aber ich muss es halt nochmal ausdrücklich sagen, weil ich weiß, dass es da draußen eine Milliarde Kiddies geben wird. Okay, natürlich nicht so viele, aber dass es zumindest ein paar Kiddies geben wird, die sich denken, ja Mann, Sunny, gib ihm, komm, harter Battle Rap, let's go, Battle Rap darf alles. Ich bin der Letzte, der nicht bei einem witzigen Mutterwitz, keine Ahnung, bei Diltilly oder so, mir komplett den Arsch weglacht oder so. Auch mal bei was komplett drüber ist. So, ich habe ja damals die ganzen Julians Blog-Videos auswendig gekannt. Aber diesem Thema, was so fucking ernst ist und immer noch so aktuell ist und so brennt bei diesen ganzen, bei allen Beteiligten, das so ekelhaft zu verpacken. Sorry, aber das ist einfach halt Abgrund. Reiner Abgrund. 20 Minuten lang ein Grab für Mois geschaufelt, nur um in den letzten Minuten selbst zusammen mit Anis reinzuspringen. Hier, die Kinder tun mir am meisten leid. Ja, so kann man das eigentlich auch stehen lassen. Die Kinder. Was mit der Ex-Frau von Sunny? Hat da jemand was geschrieben? Seiner Frau, ich weiß auch nicht, was da ist. Wenn ihr da mehr weißt, wie auch da wieder, schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich dann jetzt an der Stelle raus. Es tut mir leid, dass ich die Nummer nicht so gefeiert habe, aber ich denke, man kann auch komplett verstehen, warum ich die Nummer nicht so gefeiert habe. Ja, ansonsten gibt's, glaube ich, einfach nicht so viel zu sagen. Macht's gut. Schaut auf jeden Fall auf dem League of Battles Kanal vorbei, denn da wird nächste Woche Freitag was Großartiges passieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitag. Ciao.